Einen wunderschönen guten Morgen. Und zwar, heute geht's wieder los mit dem nächsten Truck-Vlog. Wieder mal, ne? Und ja, was legt die Woche ein? Also ich weiß bis jetzt nur so viel, dass wir heute, also zum Montag, einen Schwertransport fahren werden. Also von Magdeburg nach Aurich. Das ist nichts Wildes, sind nur 3,80 Meter oder sowas in der Richtung. Ich habe jetzt nicht genau in den Auftrag reingeguckt. Aber so viel ist es halt nicht. No. Würde ich sagen, fangen wir mal an, seien wir mal gespannt, was alles die Woche kommt. Jo, ist echt prickelnd, echt prickelnd. Bin in Magdeburg angekommen, hab mich angemeldet. Da sagen die so zu mir, der ist noch nicht fertig. Und das wird heute Nachmittag irgendwann was. Ich so, buh. Ja, da habe ich der Dispo Bescheid gesagt, die wollen nochmal nachhaken, ob das wirklich so ist. Ich hätte nur gesagt, ey, da komme ich mir noch meine Pausenzeiten überhaupt nicht hin. Spätestens 13 Uhr sollte ich eigentlich stehen, damit ich um 10 Uhr oder abends noch losfahren kann. Oder könnte. Ja, das ist aber, das wird wahrscheinlich dann nicht der Fall sein. Ne? Wir haben es ja jetzt schon. Viertel elf. Und ja. Was soll man machen, ne? Das ist manchmal hast du so Tage, da kannst du einfach nur kotzen. Wie gesagt, kümmert euch drum, ey, ich habe keinen Bock darauf, hier eine halbe Ewigkeit zu warten, dass das hier irgendwo klappt. Ah, oh, nee. Da hat man keine Lust drauf. Schöner wäre es gewesen, ja, wir haben es zwar noch nicht fertig, aber in einer Stunde können wir lernen. Dann wäre alles in Ordnung gewesen und nicht mit der Aussage zu kommen, ey, im Nachmittag. Irgendwann im Nachmittag, ja, das ist gut. Nachmittag. Und irgendwann muss ich auch mal eine Pause machen. Dann. Meine normale Pause reinkriegen, damit ich ja zumindest die 9 Stunden Pause. Ja, und dann steht das ja auch in Sternen mit morgen früh dann schnell abladen und dann weiter. Das würde ja dann auch in Sternen stehen. Würde ich mal so sagen. Weil eigentlich sollte ich ja dann irgendwo da noch hin, irgendwo, ich glaube, oben ja Land oder irgendwie, keine Ahnung, da hinfahren und sollte da noch was laden und dann Feierabend machen. Ja, oh, wenn das so schon gegen Baum läuft, dann funktioniert das Vormittag auch nicht, dass ich da noch lade. Denke ich mir mal. Ha, schauen wir mal. Das wird wohl eine richtig lustige Woche. Jo. Wir haben es jetzt mittlerweile 20 Uhr. Ja, 20 Uhr. Verdammt spät, ne? Ich habe immer noch nicht geladen und ja, was soll ich dazu sagen? Ich werde mich jetzt gleich mal, also Karte steckt schon drin, ich werde jetzt gleich mal hochfahren, werde mal gucken, was die dazu sagen jetzt wegen Laden. Und ja, mal abwarten, ne? Ja, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, wir starten jetzt, es ist mittlerweile Mitternacht durch. Und jetzt waren wir schon halb eins. Ja, jetzt warten wir darauf, da wird hier vorne noch mal der eine LKW noch abgenommen, ist auch noch einer von uns, ein Kollege. Mit dem Türmchen. Den wollte dann die ganze Zeit noch an Kaugummi kauen, ey. Achso, was ich geladen habe. Nicht, seht ihr das vielleicht ein bisschen? Das ist nichts Großes, Großes. Nur ein
kleines bisschen. Ich hätte einfach keine Lust empfohlen. Nachdem ich mich dann Affen abgesucht habe, damit ich irgendwo mal wen finde, damit ich das lernen kann. Und ist halt so, ne? Hat er jetzt nicht aufgenommen oder was? Alter, ich brech ab. Ja, jetzt ist es mittlerweile 3:15 und wir haben jetzt Feierabend gemacht, weil das Problem ist einfach, wir sind zu spät rausgefahren. Wir sind ja um 12:30 rausgekommen und waren um 1 dann endlich auf der Bahn gewesen. Das hat ja mit dem Turm hinten Hintergrund, das hat so lange gedauert, bis wir auf der Bahn waren, weil wir so viele raus, also mit einmal gezogen wurden. Ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge. Ich rechne mal. 2, 4, 6 Fahrzeuge waren wir insgesamt gewesen. Ja, dass das irgendwo schon ein bisschen dauert, ne? Mit 6 Fahrzeugen. 2 mit mega großen Überlängen, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, da waren wir dann halt um 1 auf der Bahn. So, dann kommen wir aber auch. Wissen wir von der Hilfspolizei, dass wir an dem Übernahmepunkt, damit wir dann da bis nach Aurich hochkommen, spätestens um 5 da sein müssen. Und wir aber zwischendurch noch eine halbe, dreiviertel Stunde Pause machen müssen. Wir es nicht schaffen, wenn wir um 12:30 bzw. fast 1 Uhr da starten, bzw. auf der Bahn sind. Wir brauchen ca. 5 Stunden für die gesamte Strecke. Wer jetzt rechnen kann, 5 Stunden brauchst du für die komplette Strecke, vielleicht 5,5 oder so. Würdest du vielleicht mit, wenn du um 12:30 startest, würdest du bis um 6 schaffen? Ja, aber wo ist die Dreiviertelstunde Pause? Hier ist nicht drin. Und das ist das Problem. Naja, ich werde mich jetzt hinkrachen. Oh, hoffe, dass es geht ohne Tabletten. Oh, ich glaube nicht. Würde ich sagen, bis nachher. Und dann gehen wir mal rum. Ja, ein Voice-Over von mir. Ja, hier sieht man gleich dann eine Höhenauflage, wo der BF3 auf links geht, damit der LKW dann auch auf links kommt und dann geht der BF3 wieder auf die Mittelspur zurück. Ja, jetzt muss ich mich hier auch nochmal zu Wort melden. Hier haben wir hier einen sogenannten Six-Transporter und dieser ist ja, wollte überholen, also hat mich überholt und ja, der hat dann angefangen und wurde dann, beziehungsweise der PKW hinter ihm hat dann aufgeblendet, wie man so sieht. Ne? Er bremst ein bisschen runter. Ja, dann ist er aber auch gleich knapp vor mir und ich will jetzt nicht mehr gleich selber dazwischen reden, weil der zieht ja dann gleich rüber auf meine Spur.
bisschen vorhin was anderes, was Unerwartetes mit Schwertransport und dann zieht mir doch nicht jetzt 10 Meter vom Gewein. Ja, das geht ja auch nicht. Im falschen Zeitraum, falscher Ort, so einfach ist das. Das war Nummer 4, Reinhard. Bitte schön, rechts ist ruhig, ich komm rüber. Was macht der da? Sag mal. Weil der wollte wahrscheinlich jetzt rechts überholen. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, ich bin jetzt die Nacht durchgekommen, ne? Also die zweite Nacht dann endlich. Und ja, ich habe hier noch so ein schönes Video vom Kollegen. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Erstmal angemeldet und mal gucken, wann, wie es wo weitergeht. Und da ist wohl irgendwie drin was passiert und ja. Ich wollte euch das Teil hier auch mal zeigen. Das ist Maschinenträger. Laut Papier hätte ich wohl 3,80 Meter Breite und so. Ja, aber glaube ich nicht. Ich glaube es einfach nicht. So, jetzt mache ich erstmal Frühstück. Warte darauf, dass ich gerufen werde, aber meine Kollegen sind ja alle vor mir dran. Stehen ja hier noch zu dritt oder zu dritt oder viert. Ich weiß nicht, ob der Vierte sich auch angemeldet hat. Ja. Ja, ich hatte jetzt gerade nochmal, also ich hatte vorhin leer gemacht. Ging alles zu schnell dann. So, jetzt stehe ich wieder auf dem Platz. War gerade duschen gewesen. Und muss ich dann mit Betondecken fahren. Ich habe keine Lust drauf. Das einmal abladen und dann soll ich noch also Betondecken laden, abladen. Das geht dann bis Mittag oder so. Und dann soll ich noch weiter und soll dann noch irgendwelche Glasteile, also Glasgestelle irgendwas laden oder so. Ich habe das nicht so ganz mitgeschnitten. So ganz mitgeschnitten hatte ich es nicht. Naja. Und das geht dann nach Düsseldorf. Dann soll ich Freitag früh in Düsseldorf leer machen und dann soll ich nach Hause. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ich bin schon hart dabei, noch was zu tun. Ne? Also, ich habe schon mal die Ladung schon mal drauf gekriegt. Ich habe hier so schöne Betondecken drauf. Ja, die müssen wir jetzt noch schön sichern. Mal schön alles auspacken, ausholen und ja, ich schätze, die Kamera auch mal hinstellen.
Zup, zup, zup. Huh. Ja, an so luftigen Höhen bewegt man sich. Da brauchst du eigentlich nur hier auf der Ecke. Den anderen kommt der gar nicht hin. Nö, und oben drauf brauchst du nicht, ist ja eigentlich rund. Kannst du so schnell runterklatschen, ey, das ist so scheiße. Du kannst so schnell stolpern und Kram. Durch die... Oh, ne. Ja, normalerweise so kriegst du es ja gar nicht fester. Die Scheißteile hier auseinandernehmen. Das ist... Ehrlich gesagt, ist das sowas von furchtbar. Das ist mir sicher. Sieht doch gut aus. Ah, hier, siehst du? Hier fährt man an. Ja, deswegen wollen wir nochmal rumgehen, nochmal gucken. Gucken schadet nicht. Ich sage ein Bomben. Sag mal, wie findet ihr jetzt die Perspektive? Wie findet ihr die Perspektive?
Ich habe es selber auch noch nicht gesehen. Ich bin nur auf das Video drauf gespannt, wie das aussieht. Der Hammer bestimmt, oder? Das könnte man öfters machen. So, ohne Fahrt. Jetzt haben wir es 8 Uhr. 9.30 Uhr sollte ich da sein. Das schaffe ich aber locker. In einer Stunde bin ich da, da bin ich um 9 schon da. Ja, ich würde sagen, ich bin jetzt am Ziel angekommen. Also zumindest da, wo ich abladen soll. Und ja, die sagen dann auf einmal, ja, da fehlt aber noch ein Kran. Ne? Aber eigentlich haben die ja hier einen Kran stehen. Ja, aber der schafft das nicht. Da sollte eigentlich nur einer von euch kommen. Okay. Das ist das Gute wohl an der Dispo. Man kriegt sowas nicht gesagt. Ja. Kann ich nicht nachvollziehen. Absolut nicht. Ja, ich würde so sagen, ich habe noch geladen und dann, ja, wie soll ich sagen, ist so Gestelle noch geladen, Glas und so, zeige ich euch gleich, oh, ich zeige es euch von einem Kollegen, das vorne ist fetter, aber ich glaube, das sieht er nicht fehlen, ne? Ja, wir gehen einfach gleich nochmal vorbei. Ja, ich wollte euch das noch mal kurz zeigen. Ne? Also die Teile sehen so aus. Ah, so richtige Fenstergestelle, ne? Ist der Hammer, ne? Bisschen überbreiter, ja, weil ihr nicht richtig laden konntest. Oh, sonst ist alles gut. Alles fest. Da steht der Kollege. Und ja, wir machen jetzt Feierabend. Und dann geht es morgen früh um 6 Uhr weiter. Ach ja, reicht für heute. Jetzt funktioniert die Kamera wieder. Mann! Irgendwo ist sie auch ein bisschen blöd manchmal. Ja, ich bin ja mittlerweile eigentlich schon leer. Ich bin ja schon zu Hause. Ja, gibt nicht mehr viel zu sagen eigentlich. Und ich würde sagen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Und dann, ja. Jetzt war, ich weiß noch nicht, was los ist. Jetzt habe ich, ja, es ist 12:30. Kurz vor 12:30. Guck, dass ich das Video noch schaffe, schnell zu schneiden und dann gleich ab die Post hoch rein. Ach ja. Oh, reicht die Woche, es reicht. Okay, bin ich fertig. Ich lasse mich jetzt erstmal schön verwöhnen zu Hause. Naja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Lasst die Räder auf der Straße und bis zum nächsten Mal. Ciao. Guten Morgen. Willkommen zum Erreichen. Erzähle ich dir jetzt eigentlich?